So, ja, moin Leute und willkommen zu einer neuen Runde TTT. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die letzte Woche war ja eine ziemlich rabenschwarze Woche für Deutschland, wenn ich ehrlich bin. Ich betone das so ein bisschen. Aber war wirklich so, also erstmal der Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen und halt dann, jetzt am Samstag beim ersten VLN-Lauf am Nürburgring halt der tragische Unfall und es ist halt ziemlich scheiße gelaufen, wenn ich mal ehrlich so sagen muss, und ich habe oft genug schon am Flugplatz gestanden und mir so gedacht, okay, das ist doch dann einiges, wenn die dann über die Kuppe geflogen kommen, sag ich mal so. In dem Fall war es ja wirklich so, dass die über die Kuppe geflogen kamen. Ich werde nur so ein bisschen drüber reden. Ich werde keine Bilder oder irgendwie sowas einblenden, weil das gehört sich definitiv nicht. Und deswegen dachte ich mir, quatsche ich heute mal in der Folge so ein bisschen darüber. Und ob das so bei euch ankommt, weiß ich nicht. Das sehe ich ja dann. Aber wir fahren auf jeden Fall mal wieder Multiplayer. Endlich. Wahnsinn. Ich hätte es nie gedacht, dass wir mal nicht wieder dazu kommen, hier Multiplayer zu fahren. Finde ich gut. Was haben wir denn? Torosso, nee, oder ernsthaft jetzt? Naja, egal. Auf jeden Fall war es wirklich ein ziemlich krasser Unfall, wenn ich mal ehrlich sein muss. Weil da ist vorher nie was passiert. Ja, sagen immer alle, ja, okay, es war letztes Jahr schon, hatten die Autos einen Abtrieb da gehabt. Zumindest was die Schnellen angeht, was die GT3s angeht. Und ich bin da nicht so von überzeugt. Ich habe letztes Jahr nicht am Flugplatz gestanden. Ich war ehrlich gesagt letztes Jahr gar nicht da. Und ich hänge gerade hinten hinterher, aber naja, gut. Läuft so ein bisschen. Nee, auf jeden Fall fand ich es schon ziemlich krass. Er hat meines Erachtens eine ziemlich krasse Windböe leider, das Auto leider erwischt. Und dadurch ist er halt abgehoben, wie damals in Le Mans 99 der Mercedes. Und, ich weiß gar nicht, wer das auf jeden Fall war. Auf jeden Fall war es irgendeiner, der heute auf jeden Fall auch noch fährt. Und ja, wow, meine Fresse, ey, wie fahre ich wieder wie so ein Berserker hier, scheiße. Na ja, gut, auf jeden Fall bin ich letzter. Pff, super, genial. Ne, da war das ja cool. Ja, auf jeden Fall fand es schon ziemlich krass. Ja, leider Gottes einen Todesfall dabei gab. Und das ist definitiv eine Sache, die wirklich untersucht werden muss, ganz klar. Ist ja auch zurzeit, und die Formel hier fahren gerade auch wie die letzten Säue hier. Und es ist ziemlich schade. Die haben im Moment jetzt so gesagt, wir verbieten erstmal die ziemlich schnellen Klassen wie GT3, GT4, Cup-Klassen, also Cup-Porsche und weiter. Und ja, mal schauen, wie es so weitergeht. Shut the fuck up. Und so ist das halt, ne? Man kann nichts dran ändern, das ist halt so, was soll man da großartig zu sagen? So ist das halt, und wir merken gerade hier, sind ein paar Leute bei, die es nicht so lustig finden, aber ist nicht mein Problem. Sollen sie noch rausgehen? Es ist halt mal so, ne, es sind nur 5 Runden, also reg dich nicht auf, Junge. Ich weiß, du verstehst mich zwar eh nicht, aber es schört mich jetzt nicht so. Ah, ich bin einen Platz nach vorne. Ah ja, sehr schön. Naja, aber schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Von dem bin ich ehrlich gesagt, würde mich gerne mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Und meine Sache ist einfach nur, das Einzige, was die machen müssten, was ich jetzt gelesen habe, ist einfach nur die Sicherheitsmaßnahmen ein bisschen erhöhen, was an gefährlichen Streckenpunkten angeht, wie Flugplatz und so weiter und so fort. Sag mal beispielsweise den Reifenstapel anders setzen, den Fangzaun etwas erhöhen oder was weiß ich. Die Kuppe könnte man ändern, so ein bisschen. Ich weiß es nicht, aber abwarten. Die Autos kann man auf jeden Fall jetzt in der Kürze der Zeit nicht mehr ändern, und ganz verbieten können sie es auch definitiv nicht. Das weiß ich, habe ich gelesen heute.
weil denen das natürlich auch dann jede Menge Kohleflöten geht. Und die werden die definitiv auch nicht ändern. Die werden vielleicht für nächstes Jahr sagen, okay, die müssen etwas eingebremst werden, die Autos, die Strecke muss vielleicht etwas geändert werden oder die Sicherheitsmaßnahmen, aber es tut ja eigentlich nicht zur Sache. Es ist einfach nur so, dass definitiv ein bisschen was getan werden muss. Es ist das eingetreten, was hätte nie passieren dürfen. So ist es leider, aber man kann jetzt auch nichts mehr dran ändern. Es war halt eine ungünstige Windböe, die gekommen ist, die zusätzlich noch drunter gegangen ist und das Auto und ja, so ist das halt. Das ist passiert, ist oft schon mal vorgekommen, dass da Autos mehr als sollten abheben. Deswegen wird ja an dieser Stelle das Gas auch immer nur gelupft. Und damit sowas halt nicht passiert, und dieser Fahrer soll angeblich neu gewesen sein, soll aber angeblich auch schon Erfahrung haben auf der Nordschleife und angeblich soll er über diesen PlayStation-Wettbewerb vor, ich glaube, fünf Jahren halt die Fahrerlizenz ergattert haben, oder ich weiß nicht, wie die das da gemacht haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall soll das auf jeden Fall so sein, und ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Dem Fahrer geht es auf jeden Fall gut, den anderen Verletzten, die dabei verletzt worden sind, die geht es auch gut. Die sind jetzt am Sonntag aus dem Krankenhaus entlassen worden schon wieder. Und ja, mal schauen, wie das weitergeht. Ja, jetzt hat der Junge mich wieder hier überholt, ne? Have fun, guys! Und ich bin mal gespannt, also mehr als abwarten kann man jetzt eh nicht, was dabei rumkommt. Die ganzen Diskussionen, die sind völlig schwachsinnig. Aber naja, gut, wie sie jetzt überall geführt werden, ob es Facebook ist, ob es Presse ist, was weiß ich. Die Presse nimmt sich natürlich mal wieder die Freiheit heraus und postet Bilder und Videos und was weiß ich nicht alles. Ich finde das völlig schamlos, also bin ich ganz ehrlich drin. Ich finde es richtig schamlos, finde ich das. Allein schon der hinterbliebene Familie des Todesopfers finde ich das respektlos, muss ich ehrlich sagen. Es hat definitiv nichts zu suchen. Marke ist ja schön und gut, dass sie eine Berichterstattung drüber machen wollen und so weiter und so fort. Aber sowas muss nicht unbedingt sein, definitiv nicht. Aber das ist halt Presse, das kennt man schon, das werden die nie ändern, werden die nie lernen. Aber naja, gut, ich meine, ist es ja alles im Moment auch nur vorläufig, dass die erstmal gesperrt haben, die, sag mal, GT3 und weiter, die GT4, die Cup-Klassen und sowas, alles, dass die erstmal nur vorläufig gesperrt haben. Und dann gibt es halt wieder die Diskussion, ja, VLN ist und 400 Stunden sind auch früher die ganze Zeit ohne die Schnellen ausgekommen. Ja, mag sein, früher ist aber früher und heute ist heute, dann mischen die halt auch mit bei und die sind halt schon seit langem dabei, so die schnellen Fahrzeuge, sag ich mal so. Und es ist auch immer ein Dorn im Auge gewesen, die Schnellen mit den Langsamen zusammen zu mischen. Es war klar, dass irgendwann da auch ein krasser Unfall bei passieren muss. Und ja, sieht man ja jetzt, was bei rumgekommen ist. Es gab ja schon viele Unfälle, die jetzt, sag ich mal, krass waren, wo halt keiner nur bei verletzt worden ist. Und das, ich finde das immer traurig, dass erst dann was passiert oder dass dann erst gehandelt wird, wenn was passiert ist. Sei es jetzt beim Motorsport, sei es jetzt im internationalen Flugverkehr, sieht man ja auch wieder hier Germanwings, erst jetzt passiert, was wird gehandelt. Wenn die doch wissen, dass der Pilot doch psychische Störungen hat, dann lasse ich den doch nicht mehr fliegen. Also bin ich mal ganz ehrlich drin. Wenn ich der Chef gewesen wäre, ich hätte ihn nicht mehr fliegen lassen, definitiv nicht. Es war einfach nur darum, dass er seine Flugkarriere retten wollte, aber die hätte er eh nicht mehr retten können. Er hätte 600 Flugstunden gehabt, der hätte eh nicht viel gebracht. Er hätte eh nicht viel reißen können mit den 600 Flugstunden. Andere haben über 1000 Flugstunden und damit kann man, sag ich mal, was reißen. Aber mit den 600 Flugstunden, sagen sie alle, hätte er eh nicht viel mit reißen können. Aber na gut. Es ist passiert, es ist traurig, das kann man, klar, aber ändern kann man es auch nicht mehr. Und ich finde es einfach nur halt eine Schweinerei, dass einfach erst was geändert wird, wenn irgendwas Schlimmes, sag ich mal, passiert. Und das finde ich ehrlich gesagt, man sollte vorher handeln, auch jetzt was Nürburgring betrifft. Die hätten vorher wissen müssen, okay, da ist eine Kuppe, da heben die Autos ab. Es könnte passieren, dass mal eine Windböe kommt und die Autos aushebelt. Aber nein, so weit denken die Leute ja halt nicht.
SS-Recht jetzt der neue Besitzer und DMSB ist das, glaube ich. Ja, DMSB, die denken halt nicht darüber nach. Denen ist halt im Prinzip scheißegal, was mit dem Ring passiert. Ich weiß, ich laber jetzt nur und konzentriere mich nicht wirklich aufs Rennen, aber man kann sich auch nicht wirklich aufs Rennen konzentrieren, wenn hier so Vollpfosten mitfahren. Aber naja, gut. So ist das halt. Schreibt mal wirklich in die Kommentare, was ihr über die beiden Sachen denkt, was jetzt den Flugzeugabsturz angeht und halt die Tragödie am Nürburgring. Und da ist so viel schon passiert am Nürburgring, wenn ich ehrlich bin, wo so viele Leute schon leider ums Leben gekommen sind. Wo nie irgendwie was passiert, wo nie irgendwie gehandelt worden ist. Und sehr, sehr schade eigentlich, definitiv. Die hätten schon viel, viel früher was ändern müssen. Es liegt ja nicht an den Autos, dass die schneller geworden sind, sondern am Streckenbelag, wie ich jetzt herausgefunden oder gelesen habe. Ich weiß es nicht, ich sag's einfach nur mal so. Na gut, wir sind auf jeden Fall Fünfter leider geworden. Wir sind statt 5 gefahren und gestartet. Und naja, gut. Ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut raus, bis dann, ciao.